Wir sind hier in der Kriminaltechnik des Bayerischen Landeskriminalamtes. Alles, was mit Spuren und mit Materialien zu tun hat, die an Tatorten gesichert werden können, wird hier untersucht von über 200 wissenschaftlichen Mitarbeitern. Und es sind immerhin mehr als 200.000 Einzeluntersuchungen in einem Jahr. Die Ergebnisse werden an die Polizei und an die Staatsanwaltschaften übermittelt. Das sind Ergebnisse, die Verdächtige B aber eben auch entlasten können. Wir besuchen nun 9 spannende Bereiche hier im Bayerischen Landeskriminalamt. Begleiten Sie mich in die Labore. Ich bin selbst schon ziemlich gespannt. Kam das Opfer tatsächlich bei einem Handgemenge ums Leben, als sich versehentlich ein Schuss löste? Oder hat der Täter sein Gegenüber kaltblütig aus nächster Nähe erschossen? Ein echter Fall. Und wie man das herausfinden kann, das erklären uns jetzt die Experten des Sachgebiets Waffen. So, und was machen wir jetzt mit dem hier? Also, Sie schießen da, da und da. Okay. Ja. Gut. Und aus welcher Entfernung dann das Ganze? So eine Handbreit etwa. Ja, da. Und das andere so etwa 50 cm. Möglichst dicht an den Kugelfang ran. Ja. Okay. Positionieren den jetzt. Ja. Und um was für eine Tatrekonstruktion geht es jetzt hier eigentlich? Wir rekonstruieren jetzt einen Schuss, wo der Geschädigte mit aus kurzer Entfernung beschossen worden ist und aus weiter Entfernung. Und dazu werden wir dann aus etwa 7-8 cm hier in den Schulterbereich schießen und aus einer größeren Distanz, also etwa 50-60 cm, in den Bereich hier rein und rekonstruieren so. Ja, das war ein Vorgang, bei dem eine Person beschossen worden ist. Und der Beschossene hat gesagt, der Schütze stand mehrere Meter weg, hat auf ihn gezielt und wollte ihn töten, umbringen. Und der Schütze selber hat gesagt, der Schuss ist im Handgemenge losgegangen. Und das ist natürlich dann ein Fall, an wo man mit der Schussentfernungsbestimmung natürlich den Unterschied erkennen kann. Habe ich jetzt eine Kurzentfernung, sehe ich dort Spuren, kann ich die auch analysieren? Oder bin ich mehrere Meter weg und habe dadurch eben nicht diese Spuren auf der beschossenen Oberfläche? Und damit kann man natürlich dann Unterschiede feststellen. Wir wollen 2 Schuss abgeben, einen ja auf die Kurzentfernung, einen auf die lange. Jawohl, okay. So. Also. Ups. So, danke. Und jetzt. So, das ist aber ein deutlicher Unterschied. Ja, man sieht jetzt hier diese Anschmauchung, die wir aus der Nähe auch schon sichtbar erkennen können. Ja. Hier unten haben wir jetzt nur noch einige Pulverpartikel und den Abstreifring drumherum. Da waren wir deutlich weiter weg. Ja. Und das sind jetzt Spuren, die wir nasschemisch, mikrochemisch analysieren können. Ja, dann nehmen wir den Mantel mit, oder? Dann fahren wir. So, jetzt. Gut, jetzt legen. Ja? Wir nehmen das jetzt und tragen es rüber zur Presse. Wir werden jetzt hier diesen Defekt jetzt mit dem Filterpapier abdecken, die Presse zusammenfahren. Dadurch transferieren sich die Schussrückstände auf das Filterpapier und wir können das dann nasschemisch analysieren. Defekt, so nennt der Kriminaltechniker das durch den Schuss entstandene Loch. Und er will dokumentieren, welche Rückstände sich um dieses Einschussloch herum ergeben bei einem Schuss aus etwa 1 Meter Entfernung. Wie viel Druck braucht man da und wie lange dauert das? Wir werden das jetzt etwa 30 Sekunden darunter lassen, bei ungefähr 100 Bar. So, das muss man ganz vorsichtig jetzt abheben.
Wir sehen jetzt hier schon eine ganz dunkle Färbung, die sich auch übertragen hat aufs Filterpapier. Aber jetzt sprühen wir es mit der entsprechenden Reagenzlösung an. Mit was wird das jetzt besprüht? Das ist Natriumbodizonat, das die Bleianteile, die wir haben, dann in einer Rotfärbung darstellt. Und wir haben auf die Art und Weise jetzt hier gut erkennbar den Abstreifring. Also das ist dieser kleine rote, die rote Antragung um den Defekt herum und einzelne kleine Partikelchen drumherum. Und das ist bereits mit bloßem Auge erkennbar. Der Beschossene sagt, es war ein Weiterschuss, also auf mehrere Meter. Da kann man bei dem Bild auf jeden Fall schon sagen, dass solche Pulverpartikel hier nicht auf eine Entfernung von 3-4 Metern darstellbar sind. Ergebnis? Mit unserem Schussexperiment und mit der Spurenanalyse rund um die Einschusslöcher kann genau gezeigt werden, in welchem Abstand der Schütze nicht gestanden haben kann. Und in diesem Fall trug das Ergebnis maßgeblich zu seiner Entlastung bei. Kriminaltechnik, die auch Unschuld nachweist. Der Schuss löste sich also bei einem Handgemenge. Aber seit wann wird eigentlich werden Waffen wissenschaftlich untersucht? Oder? Die ersten Untersuchungen von Geschossen sind so um 1906 gemacht worden. Bitte schön. Wurde eine Patrone mit einer bestimmten Waffe abgefeuert? Ja oder nein? Wie man das bestimmen kann, das schauen wir uns jetzt an. Wie kriegen wir die jetzt wieder raus? Wir nehmen hier unseren Unterwasserstaubsauger. Gott sei Dank hat der Mantel das gekennzeichnet, damit man es nicht durcheinander bringt. Das ist das Projektil aus der Tatwaffe. Und dieses hier stammt aus der Vergleichswaffe, die in das Wasserbecken abgefeuert worden ist. Und das kommt nun beides jetzt so unter das Mikroskop. Eines der Projektile ist das, das man am Tatort hat sicherstellen können. Das zweite stammt aus der Vergleichswaffe. Und diese Vergleichsgeschosse untersucht man dann dahingehend, ob sie die gleichen Spuren auf diesen Zug- und Feldeindrücken aufweisen, wie sie auch das Tatgeschoss hat. Wenn wir also jetzt links hier unser Tatgeschoss haben und rechts unser Vergleichsgeschoss, dann können wir erkennen, dass diese Linien und im Detail so weit übereinstimmen, dass man eine Identifizierung durchführen kann. Dass man sagt, dieses Geschoss hat die gleichen Zug- und Feldeindrücke, Systemmerkmale wie auch Individualspuren und stammt aus der Verfeuerungswaffe. Wir werfen einen Blick in die bestens gesicherte Schusswaffenkammer des Landeskriminalamts im Keller. Einige dieser Waffen wurden zu kriminaltechnischen Untersuchungen eigens angeschafft. Doch viele dieser Kurzwaffen haben eine spannende Geschichte. Mit manchen sind sogar Kapitalverbrechen begangen worden. Sie haben auch ganz bestimmte Stücke hier in der Sammlung, die aus Verbrechen stammen, dort sichergestellt worden sind. Ja, wir haben hier, das ist eine Waffe, eine Kleinkaliberwaffe mit Schalldämpfer, die in einem Tötungsdelikt verwendet worden ist, wo ein Autoankäufer dann erschossen worden ist und seines Geldes beraubt worden ist. Das ist so die Version mit Schalldämpfer oder eine Tatwaffe mit Schalldämpfer. Und wenn man hier bei den ganz getarnten Waffen. Sieht aus wie ein Handy. Das ist aber eine Schusswaffe. Wenn wir die aufdrehen, seitlich aufschieben, dann sehen wir, dass da 4 Läufe drin sind, die einzeln geladen werden können. Und da gibt es tatsächlich Firmen, die sowas herstellen. Das ist nicht handgebaut, sondern es gibt schon irgendwelche kleinen Betriebe, die sowas herstellen, in wo auch immer. Man spannt die Waffe dann und kann sie jetzt
über die einzelnen Tasten auslösen. Es geht um Verletzte und um Tote. Wer Waffen kriminaltechnisch untersucht, der hat oft einiges zu verkraften. Da haben Sie völlig recht. Wenn man an Tatorten steht und dort Menschen liegen, die zu Schaden gekommen sind, wie es beim OEZ, beim Olympia-Einkaufszentrum war, dann ist das schon was, das einem ein Stückchen weit bleibt. Das ist gar keine Frage. Wir sind im Sachgebiet Gesichtserkennung. Die Identifizierung von Personen anhand von Beschreibungen gehört ja seither zu den zentralen Ermittlungspunkten der Polizei. Zu den Fingerabdrücken und zum genetischen Fingerabdruck der DNA kommt jetzt ein neues System, die biometrische Gesichtserkennung. Und jetzt bin ich dran. Jetzt starten wir unsere Recherche in der Datenbank der Gesichtserkennung. Er sagt jetzt, Status jetzt, erledigt. Jetzt sagt er erledigt. Und jetzt kommt der große Moment. So, jetzt kommen die Treffer. Großer Gott. Jetzt kommen 200 Treffer. Jetzt können wir mal durchgucken. Wir haben hier immer das Suchbild. Denn es kommt nicht auf diese optische Geschichte an. Na, selbst da mit Kopftuch. Brille spielt keine große Rolle. Kommt mit Brille, kommt ohne Brille. Bart spielt keine Rolle. Auch die Fülle der Haare, wenn man das mal so sagen darf, ist nicht so, so entscheidend, wenn wir den da angucken und wenn wir das Suchbild angucken. So, das wäre jetzt so eine Geschichte, dass man da würde man drauf gehen und würde dann diesen 1-zu-1-Vergleich machen und dann das genau angucken. Ne? So. Ja. Und dann sehen wir schon, nee. Ne? Und so würden wir dann eben wieder zurückgehen. Ja? Und das ist genau die Arbeit des Lichtbildexperten. Wir haben gesucht nach mir selbst. Ja, genau. Und das Ergebnis? Mit diesem Bild, mit diesem Suchbild, dann können wir ganz sicher sein, dass Sie in dieser Datenbank mit 3,6 Millionen Menschen und 5,2 Millionen Bilder, also der Inpol-Datenbank, nicht sind. Wir arbeiten gerade dann, Bilder von unbekannten Tätern in einer Datenbank zu sammeln und dann bei je nach Deliktschwere, wir können das natürlich nicht mit allen Bildern machen, aber je nach Deliktschwere immer wieder in der Datenbank zu suchen, weil wenn Sie jetzt zum Beispiel in einem Jahr wegen einem anderen Delikt erkennungsdienstlich behandelt würden und wir suchen dann in 2 Jahren wieder, dann könnte man sie identifizieren und dann könnte man auch eben Delikte zusammenbringen, so wie wir das bei Fingerabdrücken schon lange machen, wie wir es bei DNA auch machen, diese berühmten Cold Cases. Die biometrische Gesichtserkennung gilt als dritte Dimension des polizeilichen Erkennungsdienstes neben Fingerabdrücken und DNA. Doch wie funktioniert sie genau? Die biometrische Gesichtserkennung ist die Identifizierung von Menschen über das Gesicht, also über die Vermessung des Gesichtes. Und auf welche Merkmale kommt es jetzt an? Also das kommt uns zugute, dass es nicht auf die Optik ankommt, also was wir so wahrnehmen, sondern es kommt auf die Vermessung des Gesichtes an. Und zwar wird ein Algorithmus das Gesicht so vermessen, dass ein Muster hinterlegt wird. Und zwar werden Dinge vermessen, die sich nicht dauernd ändern. Zum Beispiel der Abstand zwischen Augen, Nasenlänge, der Abstand der Backenknochen. Dinge, die sich nicht verändern, sodass wir auch, wenn man die Optik bewusst verändern will, sich sehr schwer tut, uns in dem Bereich zu hintergehen. Und wir haben natürlich auch oft ältere Bilder. Und auch die können wir dann gut mit neuen Bildern vergleichen. Also Glatze rasieren, Bart wachsen lassen hilft hier nicht mehr? Das hilft fast gar nichts, nein. Ist diese Entwicklung bei der Polizei auch von permanenten Diskussionen mit den Datenschützern begleitet? Also überhaupt nicht und auch nach außen nicht, wenn man es richtig versteht. Wir haben es hier immer mit Delikten zu tun, wo wir mit unbekannten Täterbildern in die Öffentlichkeit fahren müssten. Und Sie können sich vorstellen, dass es auch für den Täter eine schonendere Maßnahme ist, wenn wir den hier am Bildschirm identifizieren können, als dass wir eben in die Öffentlichkeit müssen mit diesem Bild. Und deshalb ist es auch für den Täter eine sehr datenschützende Maßnahme. Kommt Ihnen zunutze, dass noch nie so viel fotografiert und gefilmt wurde wie jetzt? Ja, natürlich. Das ist also diese Spuren, die gab es früher nicht in dieser Form. Wir haben es draußen, eben die Smartphones, die Handys, wo ständig gefilmt wird. Es gibt keinen Platz, zu keinem Ort fast, wo nicht Bilder entstehen, die jetzt noch gar keine Relevanz haben müssen, aber zu einem gewissen Zeitpunkt Relevanz bekommen müssen. Die wollen wir von den Bürgern. Wir holen auch Spuren, Bilder, Spuren aus dem Internet natürlich, aus frei zugänglichen Bereichen und natürlich auch aus Überwachungskameras.